Die ADAC GT Masters zu Gast an der Nordsee in Zandvoort. Bereits der 5. von 7 Saisonläufen, die Liga der Supersportwagen geht in die entscheidende Phase der Saison. Ganz vorne der Argentinier Ezequiel Pérez Compagne, seine erste Pole im ADAC GT Masters überhaupt. Die gesamtführenden Kirchhoeffer und Kalwitz von Callaway Competition gehen nur vom Platz 18 ins Rennen. Beim Start bleiben die beiden Huracan von Compagne und Bortolotti vorne, vor dem Audi-Duo von Land Motorsport vor Jake Dennis und Sheldon van der Linde. Vorne ist es eng, dahinter geht direkt einer ins Kies, der Zackspeed-Mercedes von Kim Lewis Schramm verliert die Kontrolle. Die beiden Lamborghini an der Spitze, Bortolotti ist da eine halbe Wagenlänge vorne, doch hier lenkt er zu weit ein und Pérez Compagne fährt auf, Bortolotti dreht sich, großes Drama für GET Grasser Racing nach Kurve 2. Der Restart mit Vollgas auf der Geraden. Mikkel Jensen im BMW will an Timo Bernhard im Porsche vorbei, doch die beiden geraten aneinander und Bernhard rutscht ins Kies. Und auch der Ferrari von Luca Ludwig dreht sich da. Für Bernhard ist das Rennen anschließend vorbei, er muss seinen Wagen abstellen. Das GT Masters Debüt seines Teamkollegen Marc Lieb damit verschoben auf das Rennen am Sonntag. Hier sind wir on board im Audi von Sheldon van der Linde auf Rang 3. Davor mit Jake Dennis ein weiterer Audi und an der Spitze Ezequiel Pérez Compagne im grünen Huracan. Dann die Boxenstops und damit wie immer auch die Fahrerwechsel. Compagne und van der Linde fahren rein, Jake Dennis bleibt auf der Strecke und übernimmt kurzzeitig die Führung. Bei Grasser Racing übernimmt Marco Mappelli von Compagne und im Audi steigt Kelvin van der Linde für seinen Bruder Sheldon ins Cockpit. Auf der Strecke das Duell um Platz 7. Maxi Götz in der gelben Mamba geht hier an Timo Scheider vorbei. Das Duo Götz und Pommer holt sich damit zu diesem Zeitpunkt die Führung in der Gesamtwertung. Derweil übernimmt Christopher Mies von Jake Dennis den zweiten Audi von Land Motorsport. Mies kehrt als Dritter zurück auf den Kurs. Im Kampf um Platz 4 ein Beschleunigungsduell. Markus Winkelock für BWT Mücke Motorsport heute mit einem starken Rennen. Geht vorbei an Philipp Ellis und Winkelock fährt schnell 2 Wagenlängen Vorsprung raus. Auch Maximilian Bug im gelben Mercedes macht nun Druck auf Ellis und will den Audi kassieren. Doch der Versuch endet mit einem Dreher. Bug fällt bei diesem Manöver weit zurück. Ellis bleibt Fünfter. Den Sieg im ersten Rennen in Zandvoort sichern sich Marco Mappelli und Ezequiel Pérez Compagne vor den van der Linde-Brüdern Kelvin und Sheldon. Christopher Mies und Jake Dennis werden Dritte. Am Sonntag geht es dann weiter mit Rennen 2 auf dem Dünenkurs von Zandvoort.